Verteidigt euch! Hier! Mir nach! Oh, mir nach! Spalter. Und los! Folgt mir! Ja, wie gesagt, wenn wir den aktivieren, wird Laurin ihn uns nachher wegnehmen. Aber das ist. Und los! Auch nicht so schlimm. Die Rune befehlt! Tonmäßig haben wir jetzt alles, bis auf die eine, die ich jetzt schon wieder übersehen habe. Sieht danach aus, bis auf die da unten, aber an die kommen wir ja erst dann jetzt gleich ran. Wegen des Erzmagiers und Kurzschwert. So, damit kommen wir jetzt wieder ins Lager der Ordensritter. Ja, vorwärts! Sofort! Wer seid ihr? Ich reise mit Urias. Wir sind hier, um euch heimzusenden, Leutnant. Wir brechen in den Süden von Xu auf. Ihr kehrt am besten in eure Heimat zurück. Endlich! Ich hoffe, in Northanda ist noch alles beim Alten. An diesem Ort hier hält es ja keiner aus. Ihr seht reichlich erschöpft aus. Was habt ihr? Dieser Ort ist verflucht. Die Götter wissen, dass ich nicht leicht zu schrecken bin, aber dieses Geheul geht einem durch Mark und Bein. Es sind Klagerufe. Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber eine unserer Streifen hat behauptet, etwas in nordwestlicher Richtung gesehen zu haben, was wie ein Geist aussah. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich hier Geistergeschichten erzähle, aber ich will verdammt sein, wenn das Geheul nicht von diesem Geisterwesen stammt. Über was klagt denn der Geist? Über seinen Bruder, glaube ich. Vergebt mir, aber ich bin nur Soldat. Solche Rätsel sind etwas für euresgleichen. Iskrim, ich verfluche dich! Ja. Dann soll er mal fluchen. Erfahrungspunkte erhalten, weil wir die Männer des Urias abgeschlossen haben. Laurin der Täuscher. Gurim, ein alter Zwergengeist, ist erwacht und klagt über seinen Bruder Glamrik, der an die Rune gebunden ist und betrug, den der Winddrache Laurin an ihm beging. Helft ihm, seine Vergangenheit zum Guten zu wenden. Findet die Ursache für das Wehklagen, das an der schwarzen Küste zu hören ist. Sucht nach der Herkunft der Klagerufe, welche an der schwarzen Küste zu hören sind. Ja, und damit können wir jetzt hier runter. Können uns auch das Monument hier schnappen. Also erstmal die Truhe, dann... Ach, erstmal das Monument. Können wir auch sicher von hier oben, oder? Gut. Hier noch ein paar Sachen, die nichts wert sind, also nicht wirklich. Ja, Götter, gebt mir meinen Bruder zurück. Iskrim, Laurin, ich verfluche euch. Eure Flüche verderben dieses Land, Geist. Geht und nehmt sie mit ins Grab. Niemals. Ich gebe nicht auf. Ich werde meinen Bruder Glamrik aus seinem Runenbund befreien. Glamrik? Ist er ein Runenkrieger? Wollt ihr meine Geschichte hören? Oder wollt ihr mir helfen, meine Rache zu vollstrecken? Erzählt eure Geschichte. Mein Bruder Glamrik und ich waren einst große Felsformer und Edelsteinschnitzer in Windholm. Wir waren berühmt. Sogar Iskrim schätzte unsere Arbeit. Iskrim? Der Zwergenschmied des Zirkels? Ja, verflucht sei er. Er hat das Wissen unseres Volkes an den Zirkel verraten und die Zwerge mit dem Wahnsinn des Zirkels vergiftet. Mein Bruder kannte Iskrim gut. Er war es schließlich, der seine Verbindungen zum Zirkel offenbarte und den Rat der Zwerge gegen ihn aufbrachte. Glamrik stellte Iskrim den Verräter auf seinen Turm in Windholm. 2 Tage lang tanzten die Äxte und Blitze fuhren in den Turm.
Schließlich siegte Iskrim. Doch er tötete meinen geschwächten Bruder nicht, nein. Wie ein grausamer Scherz schmiedete er Glamriks Seele an eine Rune. So wurde mein Bruder sein Sklave. Doch mir gelang es, in den Wirren des Krieges die Rune zu rauben. Ich suchte in alten Zauberbüchern, bereiste die Welt, aber niemand konnte meinen Bruder von dem Bund mit ihr erlösen. Ich kenne dieses Schicksal. Wer ist dieser Laurin, von dem ihr sprecht? Laurin der Blender. Ich traf ihn, als ich auf meiner Suche das zeitlose Meer befuhr. Er lockte mich zu den verlorenen Inseln und versprach mir, Glamrik zu erlösen, wenn ich seine 4 Feinde erschlage. Nur ein Magier des Zirkels oder das Allfeuer selbst kann einen Runenbund lösen. Laurin war ein Winddrache der alten Welt. Er sagte mir, ein alter Drache hätte diese Macht. Aber ich hätte es wissen müssen. Winddrachen sind Täuscher. Doch ich fuhr aufs Meer und suchte nach Laurins Widersachern, den Seedrachen Shea und Andar. In wildem Kampf bezwang ich sie. Doch das war nur der Anfang. Und jetzt spüre ich, wie alles von vorne beginnt. Wie kann ich euch helfen? Ich fühle, dass Iskrim erwacht und damit auch ich und all das Leid, das er verursacht hat. Wir alle kehren zurück. Auch Laurin und die Seedrachen, die ich erschlug. Bitte, ihr müsst vollbringen, was mir nicht gelang. Ihr müsst meine Vergangenheit zum Guten wenden. Also muss ich zuerst die Seedrachen besiegen. Ja, bezwingt Shea und Andar. Kehrt dann zu mir zurück. Nehmt noch diesen Rat. Shea ist nur mit der blanken Waffe zu besiegen. Aber Andar kommt man besser nicht zu nahe. Okay. Und los! Also auf Shea hauen wir drauf. Und auf Andar hauen wir auch drauf, aber sprechen auch Schmerz auf ihn. Ja, beginnt Gurims Prüfung. Gurim, der Geist eines alten Zwerges, berichtet von seiner Vergangenheit und dem Kampf, um seinen Bruder Glamrik von der Rune zu lösen. Er ist gescheitert und bittet er euch, seine Vergangenheit für ihn zum Guten zu wenden. Bezwingt den Seedrachen Shea. Shea war einer der ersten Drachen, die Gurim im Auftrag Laurins bezwang. Gurim meint, ihr solltet ihn mit der blanken Waffe bekämpfen. Andar war der zweite Drache, den Gurim erschlug. Der Zwerg riet euch, ihn besser aus der Ferne zu bekämpfen. Ja, vorwärts! Sofort! Ach, wir hauen einfach auf alles drauf, was sich uns in den Weg stellt. Haltet durch, Männer! Bringen wir es zu Ende! Kämpft! Haltet durch, Männer! Feind, dieser Angriff! Schnell! Und los! So, da ist Nummer... Und los! Zwei. Die sind ja noch die beiden Einfachen gewesen, weil die haben erstens keine Diener. Auf mein Kommando. Und los. Vorwärts. Für die Freiheit. Achtung. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Zurück mit euch. Haltet durch, Männer. Auf dem Weg. Verstärkt die Deckung. Schließ sie ein! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Kommt her! Runenkrieger! Hier, schnell! Ich muss euch mehr berichten! Mir nach! So, das waren die ersten beiden. Die gingen noch relativ leicht.
Also ja, selbst Ander. Ja, sprecht noch einmal mit Gurim im Westen der Schwarzen Küste. Gurim will wohl einen weiteren Teil seiner Geschichte erzählen. Mhm. Ja, das Schwert, das ist eigentlich fast so groß wie der Typ, wie Faustus selber. Ganz ehrlich. Riesenteil. Was ist eigentlich mit dir? Können wir dir keine? Leider nicht. Und doch bin ich vor dem Bogen. Ein guter Kampf. Ihr habt gesiegt. Und die Geschichte geht weiter, so wie damals. Was geschah damals? Also, muss ich zwei weitere Drachen erschlagen, bevor ich Laurin gegenüberstehe? Ja, wisset, dass Iridon viele Helfer hat. Achtet auf diejenigen, die seine magische Kraft stärken. Sander ist mächtig, aber sein Leben steht und fällt mit seinen Dienern. Und solltet ihr Laurin gegenüberstehen, dann müsst ihr die Quelle seiner Kraft unterbrechen, damit er sich nicht vervielfältigen kann. Okay. Das heißt, erst Zander, beziehungsweise erst die Diener von Zander, dann Zander selber. Zwischendurch sollten wir ein Safe machen. Weil jetzt wird dann alles schnell gehen. Ja, vollendet Gurims Prüfung. Nun kennt ihr den zweiten Teil von Gurims Geschichte, auch wenn der gerade irgendwie nicht gekommen ist. Stellt euch seine Vergangenheit und vollbringt das, was dem Zwerg nicht gelang. Bezwingt den Seedrachen Zander. Zander ist das letzte von Gurims Opfer. Gurim sagt, das Leben dieses Seedrachen steht im Feld mit seinen Dienern. Ja, bezwingt den Seedrachen Iridon. Iridon war der dritte Seedrache, den Gurim besiegen musste. Der Zwerg bat euch, auf die Diener des Drachen zu achten, vor allem auf diejenigen, die ihm Kraft geben. Besiegt Laurin. Laurin ist erschienen. Gurim macht sich auf den Weg zu ihm. Bezwingt Laurin, bevor er Gurim ein zweites Mal schlagen kann. Solltet ihr merken, dass er sich vervielfältigen will, dann berührt schnell einen der seiner Drachensteine, um dies zu verhindern. Mhm. Also überschreiben wir mal. Hier, mir nach! Unseren Spielstand. Und los! Schnell! Naja, für jedes Feuerelementar, was wir von ihm töten, verliert er ja Leben. Laurin wird halt wieder böse mit seinen... Bereit! Und los! Klonen. Mir nach! Folgt mir! Vorwärts! Zum Angriff! Verstärkt die Deckung! Achtung! Sie sind überall! Schließt die rein! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Euch. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Zurück mit euch! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schließt die rein! Feindlicher Angriff! Hier, zum Angriff! Haltet durch, Männer! Kämpft! Auf mein Zeichen! Hier, mir nach! Schnell! Auf mein mir Kommando! Nach. Gut, das war vorwärts. Der Drache. Der ging noch einigermaßen. Bei ihm müssen wir jetzt gucken, dass wir zuerst den Eisgolem wegkriegen. Auf meinem Befehl. Mir nach! Weil der friert halt einfach alles und jeden ein. Folgt mir!
Auf mein Zeichen! Mir nach! Folgt mir! Vorwärts! Sofort! Sofort! Und los! Mir nach! Folgt mir! Zur Ehre Aurelius! Verstärkt die Deckung! Vorsicht! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Vorsicht! Verstärkt die Deckung!